Im letzten Video haben wir bereits über die Absetzbarkeit von Mobilitäts- und Reisekosten gesprochen. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, verlinke ich es dir gerne in der Infobox. In dem heutigen Video machen wir zwei größere und umfangreichere Beispiele, rechnen einfach mal alles durch, versuchen unser erlerntes Wissen zu festigen. Und im Anschluss zeige ich dir noch, wie du mit Hilfe des kostenlosen Tools Elster Online deine Steuererklärung ausfüllen und elektronisch an das Finanzamt übermitteln kannst. Aber bevor wir anfangen, abonniere doch unbedingt gerne diesen Kanal und lass auch gerne ein Like da, damit du auch in Zukunft keine spannenden Videos rund um das Thema Steuern verpasst. Fangen wir an mit Beispiel 1. Justus hat im März 2021 sein Abitur absolviert und ein Studium in Köln begonnen. Zu diesem Zweck ist er aus seinem Elternhaus in Düsseldorf ausgezogen und hat ein WG-Zimmer in Köln für 700 Euro pro Monat gemietet. Um seine Kosten zu finanzieren, ist er seit dem 01.01.2022 als Werkstudent bei einem Unternehmen beschäftigt und erhält einen Bruttoarbeitslohn in Höhe von 1.000 Euro pro Monat. Neben Ausgaben für Lehrbücher in Höhe von 300 Euro hat er in 2022 auch 600 Euro Semesterbeitrag zahlen müssen. Außerdem fährt er jeden Morgen, insgesamt 160 Tage in diesem Jahr, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von seiner Wohnung zur Uni und zahlt hierfür 500 Euro pro Jahr. Die kürzeste Wegstrecke laut Google Maps beträgt 6,2 Kilometer. Justus hat sich in 2022 dazu entschlossen, ein Auslandssemester in Großbritannien zu absolvieren. Er ist am 30.03.2022 in das wunderschöne Oxford gereist, das war auch der Anreisetag, und bis einschließlich 31. August 2022 dort geblieben. Am 1. September 2022 ist er dann letztendlich abgereist. Für die Wohnung in Oxford und für die Flüge sind ihm insgesamt Kosten in Höhe von 3.000 Euro entstanden. Die Studiengebühren für das Semester in Oxford betrugen weitere 6.000 Euro, wobei 5.000 Euro davon durch ein zweckgebundenes Stipendium der Uni Köln finanziert wurden. In welcher Höhe kann Justus Studienkosten in 2022 geltend machen und wie wirken sich diese Studienkosten aus? Fangen wir mal als allererstes an mit der grundlegenden steuerlichen Einordnung. Hier ist es so, Justus hat direkt nach seinem Abitur mit dem Studium begonnen, hat vorher kein Bachelorstudium gemacht, hat auch keine Ausbildung gemacht. Das heißt, das Studium, was er jetzt aktuell absolviert und im Rahmen dessen diese Kosten angefallen sind, ist ein Erststudium. Heißt, wir sind erstmal im Bereich Sonderausgaben mit den, ich sag mal, Problemen oder Nachteilen, die dadurch entstehen. Heißt, er kann die Kosten bis zum Betrag von 6.000 Euro, das ist der Höchstbetrag, ansetzen. Er kann die mit seinen laufenden Einkünften verrechnen. Wir haben gelesen, dass er 1.000 Euro pro Monat verdient bei seinem Anstellungsverhältnis. Damit kann er das verrechnen. Er hat aber nicht die Möglichkeit, einen Verlust vorzutragen und er hat eben diesen Höchstbetrag. So viel mal dem Grunde nach. Auch im Bereich der Sonderausgaben ist es so, dass die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Studium, seien es Reisekosten, Entfernungspauschale, doppelte Haushaltsführung, grundsätzlich auch im Bereich der Sonderausgaben gilt. Also in § 10 Absatz 1 Nummer 7 Satz 4, das ist die Vorschrift für die Studienkosten im Rahmen der Sonderausgaben, Erstausbildungskosten, da steht eben drin, die Grundzüge über den Werbungskostenabzug gelten entsprechend, was die Ermittlung betrifft. Das heißt, das unterscheidet sich soweit erstmal nicht. Wir haben, wenn du dich an die Folien erinnerst aus den letzten Videos, wir haben vier verschiedene Kategorien festgemacht von Kosten. Und das erste waren die direkten Studienkosten. Die haben wir hier auch. Wir haben gelesen, dass er 300 Euro für Fachliteratur bezahlt hat. Und wir haben gelesen, dass er 600 Euro an Semesterbeiträgen bezahlt hat. Diese beiden können wir schon mal summieren und können sagen, okay, die Summe daraus, 900 Euro, ist auf jeden Fall mal als Studienkosten abzugsfähig. Das ist soweit noch ziemlich entspannt und noch relativ einfach. Wir haben auch gelesen, dass er von seinem WG-Zimmer zur Uni mit dem Auto fährt, beziehungsweise mit dem öffentlichen Nahverkehr fährt, so rum. Aber wir haben jedenfalls gelesen, dass er diese Wegstrecke ja in irgendeiner Form überbrücken muss. Ist ja auch logisch. Das heißt, wir würden jetzt sagen, okay, die Fahrtkosten Wohnung, Uni setzen wir auch an, aber im Wege der Entfernungspauschale. Das ist das, was wir für diese Sachen gelernt haben. Dass er dabei mit der Bahn fährt, ist ohne Bedeutung.
Ja, also das Verkehr, die Art des Verkehrsmittels ist egal. Also er kann auch bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel die Entfernungspauschale geltend machen. Es ist grundsätzlich die kürzeste Wegstrecke maßgebend. Die hat er laut Google Maps ermittelt. Das waren 6,2 Kilometer. Das müssen wir abrunden auf volle 6 Kilometer, weil eben nur der volle Entfernungskilometer maßgebend ist. Und wenn wir das mal addieren, 160 Tage ist er insgesamt zur Uni gefahren. 6 Kilometer werden angesetzt. Das mal 30 Cent bekommen wir 288 Euro. Das Thema 35 Cent, 38 Cent spielt hier auch keine Rolle, weil wir sind insgesamt unter 20 Kilometer. Das wird ja erst ab dem 21. Kilometer relevant. Soweit, so gut. Jetzt wissen wir, er hat für den ÖPNV aber ja mehr bezahlt. Sein Bahnticket hat 500 Euro gekostet. Heißt, wir vergleichen jetzt Entfernungspauschale und Bahnticket. Sehen, okay, das Bahnticket ist offensichtlich teurer als 288 Euro Entfernungspauschale. Heißt, wir setzen jetzt also die tatsächlichen Kosten für den ÖPNV an. Das geht nach § 9 Absatz 2 Satz 2. Ist da auch nochmal beschrieben, falls du das nachlesen möchtest. Und die 500 Euro sind natürlich auch geringer als der Freibetrag oder Höchstbetrag von 4.500 Euro pro Jahr. Das heißt, da müssen wir uns auch keine großen Gedanken machen. Wir können also für die Fahrtkosten, Wohnung und Uni insgesamt 500 Euro ansetzen. Dann hat Justus noch ein Auslandssemester gemacht. Auslandssemester, wir wissen, okay, das ist beruflich veranlasst. Das hat ja einen Zusammenhang mit dem Studium. Wir können also grundsätzlich diese Kosten geltend machen, und zwar nach Reisegrundsätzen, Reisekostengrundsätzen. So, das heißt, das allererste, was wir mal geltend machen, sind die Fahrt- und Unterkunftskosten. Ich sag mal, Fahrtkosten hat er jetzt nicht, er ist ja mit dem Flugzeug geflogen. Aber die Kosten für das Flugzeugticket können wir natürlich auch ansetzen. Heißt, die 3.000 Euro Flug plus Unterkunft in Oxford, die setzen wir mal in voller Höhe als sogenannte Unterkunftskosten an. Von Fahrtkosten in Oxford steht jetzt hier soweit nichts. Wir gehen mal davon aus, dass das in den 3.000 Euro drin ist. Ansonsten müssten wir gegebenenfalls nach Reisekostengrundsätzen 30 Cent pro Kilometer das Ganze nochmal ansetzen. Oder wenn er sich dort irgendwie noch ein Bahnticket gekauft hat oder sowas, würden wir das auch ansetzen. Wir gehen jetzt davon aus, dass das in den 3.000 Euro drin ist. Was wir aber auch noch ansetzen können neben diesen Unterkunftskosten, sind ja die Verpflegungsmehraufwendungen, und zwar für die ersten 3 Monate, weil er ist ja dort beruflich bedingt. Er weiß nicht, wo er da am besten essen gehen kann. Und es wird eben davon ausgegangen vom Gesetzgeber, dass er jetzt diese ersten 3 Monate, die er dort ist, noch nicht so richtig sich zurechtfindet und deswegen ihm höhere Kosten entstehen, als würde er bei sich zu Hause sein. Wir müssen jetzt hier allerdings die Begrenzung der 3 Monate beachten. Beginn des Auslandsaufenthalts ist der 30.03.2022. Wenn wir das plus 3 Monate rechnen, kommen wir zu dem Schluss, okay, bis zum 30.06., bis einschließlich 30.06. darf er Verpflegungsmehraufwendungen geltend machen. Man muss also quasi so eine Art Fristberechnung durchführen. Ab dem 1.07. würde er diese Verpflegungsmehraufwendungen nicht mehr bekommen, auch wenn er sich dann immer noch in Oxford aufhält. Wenn man sich jetzt einen Kalender zur Seite legt und guckt, okay, wie viele Tage sind das jetzt konkret vom 30.03. bis zum 30.06., das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Monate dieser 3-Monats-Zeitraum umfasst, dann wird man feststellen, okay, 93 Tage fallen in diesen Zeitraum. Das ist ein Tag Anreise. Die übrigen 92 Tage war er mehr als 24 Stunden dort. Also ein Tag Anreise, 92 Tage Aufenthaltstage. Abreisetag gibt es in dem Sinne nicht. Er ist ja erst später nach Ablauf dieser 3 Monate abgereist. Jetzt ist es hier so, das ist eine kleine Besonderheit, das habe ich dir eben verschwiegen. Es gibt für Auslandsaufenthalte gesonderte Sätze. Also die normalen Sätze bei den Verpflegungsmehraufwendungen, 14 Euro und 28 Euro, die gelten bei Auslandsaufenthalten nicht. Es kommt immer auf das Jahr an, in das du reist. Und für jedes Jahr gibt es dann eben eigene Pauschalen. Da hilft dann immer eine, ich sag mal, Suchmaschine deiner Wahl, wenn du da mal einfach eingibst, Verpflegungspauschale Großbritannien, so habe ich es hier auch gemacht, dann kommt man eben darauf, dass pro Abwesenheitstag 45 Euro gewährt werden und für den Tag der Anreise 30 Euro. Wenn wir das jetzt mit diesen Tagen multiplizieren, die wir in diesem 3-Monats-Zeitraum jetzt ermittelt haben,
kommen wir eben auf 30 Euro für den Anreisetag und sage und schreibe 4.170 Euro für die übrigen Tage. Macht in der Summe 4.140, meinte ich, Entschuldigung, macht in der Summe natürlich dann eben 4.170 Euro. Dann haben wir noch in Oxford in dem Zusammenhang die Studienkosten, das waren 5.000 Euro. Wir müssen aber hier beachten, 4.000 Euro wurden durch ein Stipendium gezahlt. Das heißt, wir müssen also rechnen, 5.000 Euro minus den Zuschuss. Das ist ja ein Zuschuss im Zusammenhang mit einer konkreten Studienleistung, deswegen mindert der die Kosten. Müssen wir gegenrechnen, macht den selbstgetragenen Anteil von 1.000 Euro, das ist die Differenz. Und diese Differenz ist dann eben auch im Endeffekt abzugeben. Zugsfähig. Das sind soweit für sich betrachtet runtergebrochen alle Varianten oder alle relevanten Sachen, die in diesem Sachverhalt jetzt drin sind. Und wenn wir uns das jetzt mal zusammenrechnen und gucken, was kommt denn da raus, dann werden wir als erstes feststellen, okay, er ist ja im Bereich Sonderausgaben, also diese ganze Berechnung macht nur Sinn, wenn er auch aktive Einkünfte in diesem Jahr hat. Hat er 1.000 Euro pro Monat verdient? Das ganze Jahr, das ging am 01.01.2022 los, stand im Sachverhalt. Heißt, er hat 12 Monate gearbeitet, sind 12.000 Euro. Ja, also das würde man in der Steuererklärung auch ansetzen als Bruttoarbeitslohn. Dann würde man von diesen 12.000 Euro eben jetzt die Sonderausgaben abziehen und die müssen wir jetzt eigentlich nur addieren. Es geht los mit den direkten Studienkosten, 900 Euro, dann die Entfernungspauschale bzw. dann das Bahnticket, weil das teurer war, mit 500 Euro. Die Fahrt- und Unterkunftskosten in Oxford 3.000 Euro, Verpflegungsmehraufwendungen in Oxford 4.170 und dann noch der Eigenanteil von der Studiengebühr, also nach Abzug des Stipendiums, des Zuschusses, ergibt dann eine Zwischensumme von 9.570 Euro, was er insgesamt an Kosten hatte. Da wir bei Sonderausgaben sind, wird das Ganze eben gedeckelt auf den Höchstbetrag von 6.000 Euro. Heißt, mit diesen 6.000 Euro landen wir jetzt wieder in der Gesamtberechnung. Die ziehen wir jetzt von den 12.000 Euro ab. Er hat also ein Einkommen von 6.000 Euro. Und soweit jetzt von seinem Arbeitslohn, den er bezogen hat, soweit dort jetzt eben Lohnsteuer einbehalten wurde, kann er diese Lohnsteuer sich eben erstatten lassen. Ich sag mal, der Arbeitgeber ist ja beim Lohnsteuerabzug von Einkünften in Höhe von 12.000 Euro ausgegangen. Der Arbeitgeber darf ja diese Kosten noch nicht beim Lohnsteuerabzug berücksichtigen. Also in irgendeiner Form werden da ein paar hundert Euro Lohnsteuer einbehalten worden sein. Heißt, für Justus würde sich die Steuererklärung in jedem Fall lohnen. Da würde er dann Geld zurückbekommen. Okay, kommen wir zu Beispiel 2. Justus hat in 2022 ein Studium in Köln begonnen. Zuvor hat er jedoch eine handwerkliche Ausbildung absolviert. Er lebt bei seinen Eltern in Dortmund und beteiligt sich mit 400 Euro pro Monat an den Haushaltskosten. Er hat keine Geschwister, sodass es sich um einen 3-Personen-Haushalt handelt. Die Beteiligung an den Haushaltskosten kann er nachweisen, denn er leistet den monatlichen Betrag per Banküberweisung mit dem Verwendungszweck anteilige Haushaltskosten. Aufgrund der Distanz zwischen Dortmund und Köln möchte er nicht jeden Tag fahren und hat sich deshalb in Köln ein WG-Zimmer für 700 Euro pro Monat gemietet, welches er von montags bis freitags nutzt. Er fährt aber jeden Freitag nach Dortmund und kehrt sonntags wieder nach Köln zurück. Insgesamt hat er 48 Fahrten in 2022 gemacht. Die kürzeste Distanz von Dortmund nach Köln beträgt laut Google Maps 108,5 Kilometer. In Köln selbst wohnt er nur 2,3 Kilometer von der Uni entfernt und fährt daher mit dem Fahrrad in die Uni. Das waren insgesamt 190 Tage in dem Jahr 2022. Um seine Kosten zu finanzieren, geht er einem Minijob nach, der vom Arbeitgeber pauschal versteuert wird. Für die übrigen Kosten erhält Justus Unterstützung von seinen Eltern. In welcher Höhe kann er Studienkosten geltend machen und wie wirken sich diese aus? Auch hier, wir fangen wieder an mit der grundlegenden steuerlichen Einschätzung, weil danach richtet sich am Ende des Tages das, was wir auch ausrechnen müssen, beziehungsweise wie sich das Ganze dann auswirkt. Hier ist es so, Justus hat ja schon eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Das heißt, das Studium, was er in Köln absolviert, ist nicht mehr seine Erstausbildung, sondern seine Zweitausbildung. Heißt, alle Kosten, die im Zusammenhang mit dieser Ausbildung entstehen, würden wir als Werbungskosten und nicht als Sonderausgaben qualifizieren. Hier ist es so, er hat den Minijob, der wird pauschal besteuert, deswegen findet der in der Steuererklärung keine Berücksichtigung. Heißt, wenn das jetzt keine Werbungskosten wären,
würde ihm die Steuererklärung auch nichts bringen, weil er keine Einkünfte hat, mit denen er das verrechnen kann. Weil er hier aber eine Zweitausbildung hat und weil wir sagen, das sind Werbungskosten, lohnt sich das Ganze für ihn trotzdem, denn dadurch, dass es ja Werbungskosten sind, haben wir eben die Möglichkeit, das Ganze als Verlust feststellen zu lassen, als negative Einkünfte. Heißt, alles, was wir jetzt an Kosten absetzen, kann er mit zukünftigen Einkünften verrechnen. Und deswegen macht die Steuererklärung für ihn auch Sinn und deswegen macht es auch Sinn, dass wir uns natürlich jetzt überhaupt dieses Beispiel anschauen. Genau, und wären die Aufwendungen für ein Erststudium angefallen, hätte er sich die Steuererklärung eben auch sparen können. Was haben wir jetzt für Kosten? Fangen wir mal an mit den Wohnungskosten in Köln. Vielleicht hast du es dir schon gedacht, als du den Sachverhalt eben gelesen bzw. gehört hast. Das Thema Wohnungskosten ist hier natürlich relativ groß aufgebaut, einfach damit wir die Möglichkeit haben, die wunderbare doppelte Haushaltsführung nochmal auszurechnen. Wir sind also im Bereich doppelte Haushaltsführung. Stellt sich die Frage, sind die Kosten abzugsfähig oder nicht? Hier ist es so, Justus wohnt ja am Ort der ersten Tätigkeitsstätte in Köln. Er hat aber auch seinen Hausstand in Dortmund. Also er fährt ja wirklich jedes Wochenende, kann man sagen, zu seinen Eltern zurück. Er ist wirklich nur zum Studium in Köln, lebt aber eigentlich fest in Dortmund. Man würde jetzt hier also nicht sagen, sein Lebensmittelpunkt ist in Köln und deswegen ist das quasi seine Erstwohnung, sondern man wird hier schon sagen, Köln ist seine beruflich bedingte Wohnung, aber Dortmund ist so sein Lebensmittelpunkt. Also die Voraussetzung hätte er schon mal erfüllt. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie sieht es denn aus mit der finanziellen Beteiligung der Kosten seines Hausstands in Düsseldorf? Und da hat das Beispiel ja eben schon gesagt, dass er da eben 400 Euro pro Monat zu beisteuert, dass er das Ganze auch nachweisen kann. Und nach derzeitiger Auffassung des Finanzgerichts Niedersachsen, wir haben hier wie gesagt das Problem, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, wir wissen noch nicht, was das Bundesgericht dazu sagt, aber nach der derzeitigen Auffassung kann man die Haushaltskosten nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes ermitteln. Wir brauchen eine 10% Beteiligung an den Haushaltskosten und wenn wir uns die aktuellste Auswertung anschauen, die ist jetzt noch von 2020, die Daten für 2022 gibt es aktuell noch nicht, dann betragen die Kosten bei einem 3-Personen-Haushalt 3.275 Euro pro Monat. 10% davon wären also 327 Euro monatlich. Er hat jetzt hier 400 Euro bezahlt, das ist also schon ein ganzes Stück mehr. Da ist noch ein kleiner Puffer einkalkuliert. Also sollte dieses Urteil rechtskräftig werden, beziehungsweise sollte der BFH der Auffassung der Finanzrichter von Niedersachsen zustimmen, dann würde man sagen, er ist auf jeden Fall zu mehr als 10% finanziell beteiligt. Dadurch, dass er Überweisungen gemacht hat und nicht seinen Eltern irgendwie Bargeld gibt, kann man das Ganze auch nachweisen. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass das so geht, weil ich würde mich an deiner Stelle auf diese Auffassung auch berufen, zumindest mal solange wir keine gegenteilige Auffassung vom Bundesfinanzhof bekommen. Also nach aktuellem Kenntnisstand würden wir sagen, die Voraussetzungen der doppelten Haushaltsführung liegen vor, weil er eben diese 400 Euro im Monat seinen Eltern überweist für die Lebenshaltungskosten. Heißt, Justus kann die Wohnungskosten in Höhe von 700 Euro monatlich geltend machen. Ich sag mal, die Höchstgrenze von 1000 Euro pro Monat spielt keine Rolle, weil da ist er offensichtlich drunter. Heißt, 12 Monate mal 700 Euro sind 8400 Euro für Wohnungskosten. Das war Teil 1. Teil 2 von der doppelten Haushaltsführung sind dann immer die Fahrten zwischen der Zweitwohnung und zwischen dem eigenen Hausstand, die sogenannten Familienheimfahrten. Das heißt, für diese wöchentlichen Fahrten kann er von Köln nach Düsseldorf ebenfalls eine Familienheimfahrt geltend machen. Hier sind die Grundzüge der Entfernungspauschale maßgebend. Heißt, wir wissen nur die einfache Distanz und wir wissen ab dem 21. Kilometer 35 Cent, gegebenenfalls in Zukunft 38 Cent, je nachdem, was jetzt noch an Gesetzesänderungen kommt. Wir gehen jetzt mal von 35 Cent aus. Wenn wir das rechnen, sieht das Ganze wie folgt aus. Wir haben 48 Fahrten. Auf den ersten 20 Kilometern rechnen wir mit 30 Cent. Das ergibt also 288 Euro. So, und jetzt haben wir noch 88 Kilometer, die drüber liegen. Also die einfache Distanz sind 108, noch was Kilometer gewesen. Das abgerundet auf 108. Minus 20 Kilometer, die wir schon mit 30 Cent angesetzt haben, ergibt eben 88 Kilometer.
Auch das wieder mit 48 Fahrten, wieder mit 35 Cent aktuell, ergibt 1478 Euro und das in der Summe 1478 plus die 288 für die ersten 20 Kilometer plus die Kosten für die Wohnung ergibt dann Kosten in Höhe von 10.166 Euro, die durch die doppelte Haushaltsführung jetzt in dem Fall abzugsfähig wäre. Dann haben wir noch die Fahrten innerhalb von Köln. Da sind wir auch wieder im Bereich Entfernungspauschale. Das gilt auch, wenn er mit dem Fahrrad fährt. Ihm sind zwar keine Kosten entstanden als Fahrradfahrer, aber er kann die Entfernungspauschale eben trotzdem ansetzen. Die kürzeste Distanz sind 2 Kilometer, auch wieder abgerundet, mal 30 Cent. Wir haben hier unter 20 Kilometer, deswegen keine erhöhten Sätze. Und das Ganze mal die 190 Tage, an denen er von dem WG-Zimmer bis zur Uni fährt, ergibt dann eben insgesamt einen Betrag von 114 Euro, den er auch ansetzen kann. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie ist die Gesamtbetrachtung, dann haben wir erstmal Einkünfte in Höhe von 0, weil der Minijob wird ja eben pauschal besteuert, der wird gar nicht erst in der Steuererklärung einbezogen. Davon müssen wir jetzt die Werbungskosten abziehen. Die setzen sich zusammen erstmal aus den Unterkunftskosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung, die 8.400. Dann die Familienheimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung, sind die 1.766. Und die reguläre Entfernungspauschale für die Fahrten innerhalb von Köln zwischen seinem WG-Zimmer und der Uni ergibt dann in der Summe 10.280 Euro. Die ziehen wir von den Einkünften oben ab und das ergibt dann ein Einkommen von minus 10.280 Euro. Wir haben also einen Verlust und diesen Verlust kann er jetzt eben geltend machen. Der wird jetzt gesondert festgestellt vom Finanzamt. Und sobald er dann in Zukunft in irgendeiner Form Einkünfte erzielt, die steuerpflichtig sind und sich, sage ich mal, über einen Minijob hinaus bewegen, hat er die Möglichkeit, diese 10.280 erstmal gegenzurechnen. Das heißt, die Steuererklärung würde sich hier auch auf jeden Fall lohnen. Das waren jetzt mal 2 größere Beispiele mit mehreren zusammenhängenden Themen, wo wir einfach mal alles kombiniert haben, was wir bis hierhin gelernt haben. Ich zeige dir jetzt noch, was Elster Online ist und wie du damit deine Steuererklärung machen kannst. Fangen wir mal an beim Begriff Elster. Elster ist im Prinzip nichts anderes als eine Schnittstelle. Eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Steuerprogrammen und der Finanzverwaltung. Elster Online hingegen ist die Software, die das Finanzamt einem kostenlos zur Verfügung stellt, womit du deine Steuererklärung machen kannst. Du kannst aber auch andere Software nutzen. Es gibt beispielsweise Visosteuer, Smartsteuer. Das sind alles Drittanbieter-Tools, die sind kostenpflichtig. Damit kannst du deine Steuererklärung auch machen. Die haben den Vorteil, die sind teilweise sehr komfortabel. Also die Eingabe und die Ermittlung von Ausgaben sind da teilweise sehr, sehr einfach mit gelöst. Und man hat dann eben die Möglichkeit, über die Elster-Schnittstelle, die dann diese Programme ebenfalls haben, das Ganze genauso zu übermitteln wie in Elster Online. Wenn du Student bist, weiß ich allerdings ehrlich gesagt nicht, ob sich das so für dich lohnt, weil du sowieso als Student meistens nur ein paar wenige Angaben machen musst. Ich zeige dir jetzt, welche das sind. Da lohnt sich das meines Erachtens noch nicht. Wenn du mal ein bisschen mehr hast, ein paar mehr Einkünfte, ein paar mehr Kosten und solche Sachen, dann lohnt sich das wiederum schon. Als allererstes musst du mal auf die Webseite www.elster.de gehen. Das ist also die Seite der Finanzverwaltung. Und du siehst, wenn du die Seite aufrufst, es gibt direkt mal 2 Buttons, Benutzerkonto erstellen und jetzt einloggen. Wenn du das Ganze zum ersten Mal machst und noch nie eine Steuererklärung abgegeben hast, dann ist das Erste, was du machen musst, dass du ein Benutzerkonto erstellst. Wenn du da draufklickst, dann wirst du durch ein mehrstufiges Formular geführt. Kontoerstellung, jetzt fragt er mich hier nach Zertifikatsdatei oder es gibt hier so ein paar Infos, wie das Ganze funktioniert. Ich klicke jetzt einfach mal auf Weiter. Du siehst jetzt hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich hier einzuloggen. Entweder eine Zertifikatsdatei, das heißt, du speicherst eine Datei auf deinem Computer, da ist ein bestimmtes Zertifikat drauf. Und diese Datei brauchst du quasi immer, um dich einzuloggen, zusammen mit einem Passwort. Es gibt auch die Möglichkeit, beim neuen Personalausweis, der diese Online-Funktion hat, das damit zu machen und Sicherheitsstick, Signaturkarte, was auch immer. Ich habe sowas jetzt nicht. Ich habe noch keinen neuen Personalausweis. Ich habe auch keinen Sicherheitsstick und eine Signaturkarte. Deswegen habe ich es immer mit Zertifikatsdatei gemacht. Wenn du das auch so machen willst, klickst du hier einfach auf Auswählen.
Es fragte dich, für wen? Für dich. Du bist ja kein Unternehmen. Wie wollen sie sich identifizieren? Entweder nur mit E-Mail oder mit der steuerlichen Identifikationsnummer. Du siehst, mit E-Mail kannst du aber nur einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgeben. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine Steuererklärung abgeben. Heißt, dir bleibt nichts anderes übrig, als das mit deiner steuerlichen Identifikationsnummer zu machen. Bei der Nummer handelt es sich um eine Nummer, die immer nur einmalig vergeben wird für jeden Bundesbürger. Irgendwo müsstest du diese Nummer haben oder deine Eltern haben das vielleicht irgendwo abgeheftet. Die bekommt man quasi mit der Geburt, kriegt man quasi so eine Identifikationsnummer. Wenn du irgendwo arbeiten gehst und schon mal eine Lohnsteuerbescheinigung bekommen hast, dann kannst du auch da mal reinschauen. Da steht die Nummer auch entsprechend drauf. Du brauchst jedenfalls irgendwoher diese Nummer. Dann klickst du auf nächste Seite und musst hier deine persönlichen Daten ausfüllen. Das ist soweit nicht schwierig. Du gibst den Dingen Benutzernamen und so weiter. Und im weiteren Verlauf folgt jetzt noch, dass du eine E-Mail bekommst mit einem Link, den musst du bestätigen. Und nachdem du diesen Link bestätigt hast, bekommst du einen PIN-Brief. Das heißt, du bekommst einen Brief nach Hause, da steht ein PIN drauf. Den musst du dann am Ende des Tages eingeben. Ist ein bisschen umständlich, weil das nämlich zwangsläufig bedeutet, du registrierst dich, du kannst aber erst ein paar Tage später deine Steuererklärung machen. Also das bitte beachten, du kannst es nicht alles in einem Abwasch erledigen. Er fragt dich zwischendrin im Eingabeformular auch noch, ob du die sogenannten Bescheinigungen abrufen möchtest, ob du digitale elektronische Daten abrufen möchtest. Da bitte auch auf Ja klicken, dann bekommst du per Post einen Abrufcode geschickt. Mit dem Abrufcode kannst du beispielsweise Lohnsteuerbescheinigungen oder Versicherungsbescheinigungen elektronisch abrufen und schon Daten in deine Steuererklärung übernehmen. Das macht das Ganze sehr, sehr einfach und erspart dir auch einiges an Zeit. Also das schadet auf jeden Fall nicht, da dann entsprechend auf Ja zu klicken. Ich habe das jetzt schon gemacht, deswegen gehe ich das Formular jetzt nicht insgesamt durch, aber das ist soweit relativ selbsterklärend. Wenn du dich registriert hast, den PIN-Brief irgendwann nach einigen Tagen bekommen hast und das Ganze abschließen konntest, dann hast du auch eine Zertifikatsdatei auf den Computer geladen. Zumindest mal, wenn du es so wie ich mit einer Zertifikatsdatei gemacht hast. Das heißt, du könntest dich jetzt das erste Mal in Elster einloggen. Dafür klickst du auf Jetzt einloggen und dann fragt der Computer dich, wo liegt denn deine Zertifikatsdatei? Da klickst du einfach auf Durchsuchen. Wählst die Zertifikatsdatei aus, die hast du ja irgendwo auf deinem Computer gespeichert, gibst dein Passwort ein und dann bist du drin. Ich mache das jetzt einfach mal und springe direkt zum nächsten Punkt. Wenn du dich das erste Mal in Elster eingeloggt hast, dann wird das Ganze ungefähr so aussehen. Mein Elster und es gibt dann hier ganz viele Formulare, die du anklicken kannst. Was wir mal machen ist, wir legen jetzt mal ein neues Formular an und er hat hier schon vorgeschlagen, Einkommensteuererklärung, unbeschränkte Steuerpflicht. Das ist genau das Formular, was wir brauchen. Wenn das so bei dir nicht erscheint, dann kannst du auch auf die Seitenleiste gehen und kannst auf Meine Formulare klicken und kannst dann hier eben sagen, neues Formular starten und dann bietet er dir alle möglichen Formulare an und du würdest dann auch auf Einkommensteuer, Einkommensteuererklärung, unbeschränkte Steuerpflicht klicken. Machen wir einfach mal. Jetzt fragt er uns als allererstes, für welches Jahr. Ich nehme jetzt mal das Jahr 2021, weil das ist das jüngste Jahr, für das du aktuell im Jahr 2022 logischerweise eine Steuererklärung abgeben kannst. Ich klicke auf Weiter. Jetzt fragt er mich, ob ich irgendwelche Daten aus früheren Steuererklärungen übernehmen will. Macht jetzt hier keinen Sinn. Ich habe noch nie eine Steuererklärung in Elster online gemacht. Heißt, du sagst, ohne Datenübernahme fortfahren. Jetzt gibt es hier so einen Anlageassistent, der versucht, dich durch das Formular oder durch die Steuererklärung so ein bisschen zu führen. Kannst du sehr gerne nutzen. Ja, du würdest hier Vorname, Name eingeben, würdest dann hier draufklicken und er führt dich dann Schritt für Schritt durch und du füllst es aus. Ich mache das jetzt mal nicht. Ich sage jetzt mal ohne Anlagenassistent fortfahren und mache es sozusagen manuell. Und jetzt kannst du hier eben auswählen, welche Anlagen du brauchst. Den Hauptvordruck brauchst du immer, den Anlagevorsorgeaufwand auch. Und jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, sind wir im Bereich Sonderausgaben, also Erstausbildung oder sind wir im Bereich Werbungskosten, also Zweitausbildung. Wenn wir uns das erste Beispiel von eben anschauen, da waren wir im Bereich Sonderausgaben. Im zweiten Beispiel waren wir im Bereich Werbungskosten. Anlage Sonderausgaben ist relativ offensichtlich. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir im Bereich Erstausbildung sind. Wenn wir im Bereich Werbungskosten sind, nennt man das Ganze Anlage N. Das N steht für nicht selbstständige Arbeit, Arbeitnehmer sozusagen, Werbungskosten.
So kann man sich das merken. Und wenn du sonst keine weiteren Punkte hast, außer vielleicht irgendwelche Einkünfte aus Arbeitstätigkeiten als Arbeitnehmer, Sonderausgaben, weil es ein Erststudium ist, oder eben Werbungskosten, gleiche Anlage, brauchen wir hier jetzt soweit auch nichts mehr auszufüllen. Heißt, das alles ignorieren wir und gehen jetzt erstmal auf Weiter. Jetzt fragt er mich, wollen Sie Bescheinigungen einfüllen? Das ist genau das, was ich schon mal sagte. Wenn du diesen Antrag stellst, dass du auch elektronische Daten abrufen kannst, dann hast du halt jetzt die Möglichkeit, mit diesem Button alles, was die Finanzämter schon elektronisch haben, das sind üblicherweise Versicherungsdaten und Lohnsteuerbescheinigungen, hier schon mal einzufüllen, und dann füllt er schon mal einige Kästen im Voraus aus. Ich mache das jetzt auch hier nicht, einfach weil ich jetzt keine sinnvollen Ergebnisse erwarte, weil das eben nur ein Test-Account sozusagen ist. Aber bei dir kann das durchaus Sinn machen, auf den Button Bescheinigungen einfüllen zu drücken, weil du da dann unter Umständen einige Eingaben sparst. Wir haben jetzt quasi die Steuererklärung mitsamt den Anlagen, die wir brauchen, angelegt. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ich bin jetzt auf dieser ersten Seite, auf dem Hauptformular. Und hier würden wir quasi erstmal die ganzen allgemeinen Angaben machen. Ich nehme an, wenn du das zum ersten Mal machst, dass du noch keine Steuernummer hast. Er fragt hier nach einer Steuernummer. Wenn du keine hast, sagst du neue Steuernummer beantragen. Was du aber angeben musst, ist das Finanzamt, bei dem du geführt wirst. Das kannst du relativ einfach rausfinden, indem du deinen Wohnsitz eingibst, also Suchmaschine deiner Wahl, deinen Wohnsitz, zum Beispiel Köln, und dann Finanzamt Zuständigkeit oder sowas. Dann wirst du relativ schnell rausfinden, welches Finanzamt für dich zuständig ist. Bei mir wäre das Land Rheinland-Pfalz, Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler. So, und dann wäre es gut. Dann würde die Steuererklärung an dieses Finanzamt gesendet. Man würde dann dir eine neue Steuernummer vergeben. Man würde dir quasi eine neue Akte anlegen, weil du bisher ja noch nicht geführt wurdest. Und dann wäre das soweit kein Problem. Wenn ich jetzt auf nächste Seite klicke, dann komme ich auf den Hauptvordruck. Da werden alle möglichen allgemeinen Angaben gefragt. Bist du in der Kirche? Wie ist dein Name? Wo wohnst du? Wie ist deine Bankverbindung? Irgendwo muss ja die Steuererstattung auch hin. Also all diese ganzen Sachen würde er mich jetzt hier abfragen. Ich überspringe das jetzt einfach. Du kannst die Schritt für Schritt einfach durchgehen. Das ist relativ selbsterklärend. Und wenn du irgendwas vergisst, was aber relevant ist, das werden wir gleich sehen, dann wirst du auch unter dem Punkt Prüfen darauf aufmerksam gemacht, dass noch eine bestimmte Angabe fehlt, und dann kann man die entsprechend nachholen. Also das hier ist soweit relativ einfach. Du findest hier links dieses Hamburger-Menü. Wenn du da drauf drückst, dann kannst du dich eben durch die einzelnen Angaben oder Anlagen manövrieren. Fangen wir mal an mit den Kosten für die Erstausbildung. Also bei dem ersten Beispiel, was wir eben hatten, da waren das ja Sonderausgaben. Ne, der hatte ja Erstausbildungskosten. Die werden auf der Anlage Sonderausgaben eingetragen. Und da gibt es extra hier, wenn du da draufklickst, schon den Punkt oder die Teilseite 3 Berufsausbildungskosten. Wenn du da draufklickst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, hier für steuerpflichtige Personen, Ehemann oder für die Ehefrau was zu erfassen. Wenn du alleinständig bist, bist du automatisch hier diese Person A. Wenn du verheiratet bist, dann muss man halt gucken, was willst du jetzt ausfüllen, für dich oder deine Frau oder dein Mann. Wie auch immer, ich würde jedenfalls hier erstmal Person A anklicken. Dann öffnet sich wieder so eine Eingabemaske. Und du kannst jetzt hier einfach eingeben, was damit gemeint ist. Also beispielsweise Studiengebühren 300 Euro, und dann würdest du hier auf das Häkchen klicken und dann stehen die in der Tabelle drin. Dann würdest du sagen, Fahrtkosten, Entfernungspauschale 800 Euro. Und so kannst du jetzt also hier Schritt für Schritt die ganzen Werte, die du ermittelt hast, erfassen und hättest am Ende dann hier einfach die Aufwendungen stehen. Mehr ist das im Prinzip nicht. Wenn wir jetzt im Bereich der Werbungskosten sind, also Aufwendungen für ein Zweitstudium, dann läuft das ja nicht über die Anlage Sonderausgaben. Die brauchen wir in dem Fall theoretisch gar nicht, weil wir ja eben nicht im Bereich der Sonderausgaben sind, sondern wir gehen dann einfach auf die Anlage N. Wenn du jetzt noch, oder die Anlage N ist so gegliedert, die geht erstmal los mit den Einnahmen, also mit dem Bruttoarbeitslohn. Da ist halt jetzt die große Frage, hast du einen Bruttoarbeitslohn oder nicht? Hast du noch in irgendeiner Form ein Beschäftigungsverhältnis, was mehr ist als ein Minijob? Dann müsstest du hier auch noch die Einnahmen erfassen. Und wenn du das nicht hast, dann würdest du einfach nur auf dieser Anlage Werbungskosten erfassen. Die Einnahmenseite bleibt dann komplett leer
und du hättest dann einen entsprechenden Verlust. Auch hier wieder anlegen für die steuerpflichtige Person, Ehemann, Person A, wie auch immer. Dann springt er in die Anlage N rein. Ich hatte es gerade schon gesagt, erste Gliederung, Angaben zum Arbeitslohn. Also hier würdest du dann die Werte aus deiner Lohnsteuerbescheinigung eingeben. Wenn du mehr als einen Minijob hast, hast du auch eine Lohnsteuerbescheinigung. Das heißt, du brauchst hier einfach nur die Werte abschreiben. Gegebenenfalls, wenn du eben auf Bescheinigungen ausfüllen oder Bescheinigungen eintragen geklickt hast, wären diese Daten beispielsweise sogar schon automatisch in den richtigen Feldern hinterlegt. Also das ist eigentlich ziemlich entspannt. So, und wenn du jetzt nichts hast, nur den Minijob, dann würdest du das einfach alles freilassen und würdest direkt auf die Werbungskosten gehen. Und hier ist es jetzt so, bei der Anlage N, da wird das nicht alles zusammengefasst. Bei der Anlage Sonderausgaben waren wir eben so, dass wir einfach diese eine Zeile Berufsausbildungskosten haben und wir haben dann in der Tabelle einfach alles flexibel reinschreiben können. Das ist jetzt hier bei den Werbungskosten nicht so. Wir müssen das hier einzeln erfassen, je nachdem, was es ist. Du siehst also, es gibt hier beispielsweise dann ein Formularfeld für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte für die Entfernungspauschale. Da würdest du die Beträge eintragen für die Entfernungspauschale. Jetzt mal eben bezogen auf das Beispiel 2. Wir hatten da ja noch das Auslandsjahr oder Auslandssemester in Oxford. Das würdest du dann zum Beispiel hier eintragen, Reisekosten für beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten. Ja, wenn du dir das anschaust, wirst du sehen, es gibt einen Teil für Fahrtkosten. Da hätten wir dann die Flugkosten und die Hotelkosten. Das waren jetzt in der Summe 3.000 Euro. Man müsste das jetzt nochmal aufteilen, einmal in Fahrtkosten und die Übernachtungskosten. Hatten wir jetzt im Sachverhalt keine Angaben, du würdest es hier einfach separat erfassen. Und dann gibt es eben auch, wenn du weitergehst auf der 17, auf der nächsten Seite, da kommt eben noch das Thema Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen. Da würdest du das entsprechend eintragen. Da hast du auch hier die Möglichkeit, einmal im Inland, dann musst du nur die Tage eintragen. Dann berechnet er das automatisch mit 14 oder 18 Euro, 28 Euro. Wenn du im Ausland bist, dann müsstest du es hier per Hand einfügen, weil da ja jedes Mal ein anderer Satz an Pauschalen gilt. Also das ist soweit auch relativ unproblematisch. Dann gibt es hier den Punkt Fortbildungskosten. Das meint im Prinzip die Studiengebühren, also Semesterbeitrag und so weiter, soweit nicht steuerfrei ersetzt. Also da würden wir jetzt beispielsweise die Gebühr in Oxford, da würden wir jetzt nur die 1.000 Euro eintragen. Also wir würden von den 5.000 Euro, die er bezahlt hat, die 4.000 Euro Zuschuss schon mal abziehen und würden dann eben nur den Differenzbetrag von 1.000 Euro hier eintragen. Und dann wäre das soweit auch kein Problem. Aufwendungen für Arbeitsmittel gibt es dann noch. Es gibt die Homeoffice-Pauschale. Also auf der Anlage N gibt es für jeden Punkt oder für jede Kategorie von Kosten, die du geltend machst, eben eine eigene Anlage. Und du musst halt dann gucken, wo das Ganze passt. Wenn du meine Excel-Tabelle nutzt, dann bekommst du am Ende beim Export fürs Finanzamt, da gibt es ein eigenes Tabellenblatt, da bekommst du also basierend auf den Angaben, die du in der Excel-Tabelle triffst, einen Hinweis, in welcher Zeile das Ganze zu erfassen ist in Elster Online. Du siehst hier links immer eine Zeile, die 46 beispielsweise ist das bei Fortbildungskosten. Wenn ich jetzt einfach mal auf Reisekosten gehe, dann sehen wir, okay, das ist also die Zeile 61, Zeile 62, 63 und in dem Excel-Tool steht eben dabei, in welche dieser Zeilen welche Zahl am Ende des Tages eingetragen werden muss, wenn du im Bereich der Werbungskosten bist. So oder so, egal wie du es machst, am Ende klickst du auf Prüfen. Das wäre der nächste Schritt. Und jetzt sagt dir Elster Online, auch hier wieder das Menü aufklappen, wo noch Fehler drin sind, wo noch Angaben fehlen. Der spielt mir hier natürlich jede Menge Fehler aus, ist klar. Ich habe ja die ganzen allgemeinen Angaben nicht angegeben. Du würdest die ausfüllen und du würdest jetzt hier einen konkreten Fehler sehen. Wo musst du noch mal ran? Was fehlt noch an Eingabe? Also es ist eigentlich relativ einfach. Und dann steht eben hier, es sind keine Fehler mehr vorhanden. Dann gäbe es hier einen Button mit Weiter und du könntest das Formular relativ einfach mit einem Klick absenden. Und dann wäre deine Steuererklärung auch schon elektronisch übermittelt. Also so schwer ist es nicht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz gut machbar. Und wenn du jemand bist, bei dem sich die Steuererklärung auch lohnt, sei es wegen einem Verlustvortrag, sei es, weil du genug laufende Einkünfte hast, die du verrechnen kannst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir einfach mal 2 Stunden Zeit zu nehmen, maximal, und einfach mal zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Also, lass mich nochmal zusammenfassen, was bis hierhin wichtig war. Erstens,
Du benötigst in jedem Fall ein Elster-Konto, um deine Steuererklärung elektronisch übermitteln zu können. Zweitens, du kannst die Steuererklärung über Elster Online erstellen. Es gibt aber auch Drittanbieter-Software wie zum Beispiel Visosteuer oder Smartsteuer, die oftmals etwas komfortabler in der Bedienung sind. Als Student macht das aber meines Erachtens nur bedingt Sinn, weil du in der Regel ohnehin relativ wenige Angaben in diesen Formularen ausfüllen musst. Drittens, die Erklärung ist relativ einfach zu erstellen. Du füllst einfach die passenden Anlagen aus, kannst die Erklärung dann schon elektronisch übermitteln. Im nächsten Video gebe ich dir noch einen kurzen Überblick über das Steuerverfahren, also darüber, was denn jetzt nach deiner Übermittlung der Steuererklärung passiert, welche Unterlagen du gegebenenfalls einreichen musst und wie du dich gegebenenfalls auch gegen ungünstige Entscheidungen des Finanzamts wehren kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, schreib mir doch gerne in die Kommentare oder stell mir deine Fragen und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst.